Ja, Jungs, das ist ja total super, dass ich euch jetzt hier treffe, denn ich habe gerade euren Filmplan B gesehen, ganz großartig, Jungs und Mädels natürlich. Es ist auch eine sehr große Ehre für mich, dass ich jetzt hier mit Bruce Lee, Cynthia Rothrock, Sylvester Stallone und Carl Weathers, nein, das sind natürlich Eugene, Chan, Julia und Char sprechen kann. Und Jet Li hat es noch gefehlt. Sehr angenehm, sehr angenehm. Johnny Yen? Ja, richtig, Ladies... Ladies first, ja, das Martial Arts Genre hat ja durchaus auch gute weibliche Kämpferinnen hervorgebracht. Inwieweit steckst du deine Materie und was konntest du den Jungs entgegensetzen? Was ich ihnen entgegensetzen konnte in der Kampfkunst, ja. Oder? Also ich komme vom Tanzen, deswegen die hohen Kicks, die haben sehr schnell funktioniert. Ich habe auch mehr Kraft in den Beinen als in den Armen. Also alles, was Boxen und Gunfight zu tun hatte, musste ich ziemlich von Anfang an fahren. Ja, aber sie hat ja von Haus aus was mitgebracht, wie sie schon meinte. Also Tanzbereich, Rhythmus, Körpergefühl, da war alles da. Und der Char hat sie ja trainiert, da kannst du ja was dazu sagen. Ja, Char ist ein Wahnsinnsleiter. Das hat auf jeden Fall sehr gut geholfen, dass sie vom Tanz kommen, weil wir haben eine Action-Choreografie und das hat ja auch, ist ja auch eine Choreografie, wie der Name schon sagt. Und da braucht man ein gewisses Taktgefühl und das hat sie auf jeden Fall von Haus aus mitgebracht. Und das ist schon mal ein Riesenschritt in die Action-Welt. Jungs, ich gehe jetzt da rein, mach ein bisschen einen auf Ruder und dann ist gut. Ja, Fong und Char, ihr habt schon in großen Hollywood-Produktionen als Stuntman eure Knochen hingehalten. War es dann irgendwas, was gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich will jetzt mal selber eine Hauptrolle spielen. Wie ist das? Naja, ich war immer leidenschaftlicher Stuntman, so. Also das, was ich dem Film bringen konnte, das hätte ich gerne gemacht oder das habe ich gerne gemacht. Und ja, natürlich war es dann irgendwann auch an der Zeit, einen eigenen Film zu drehen, weil als Stuntman bist du halt ein Dienstleister und du kannst dich halt nicht wirklich entfalten, so wie du es gerne hättest oder möchtest und kannst nicht immer das zeigen, was du kannst. Und ja, mit dem Film wollten wir das eigentlich mal präsentieren und zeigen auch, dass Deutschland so eine Action machen kann. Ja, ich sehe das genauso. Also wie gesagt, bei diversen Projekten bist du halt wirklich nur als Dienstleister und dann machst du Sachen und dann wird es vielleicht noch anders geschnitten, dann sieht man die vielleicht nicht. Also man gibt ja als Stunt-Performer immer 110%, muss man ja da geben. Und es ist dann irgendwann der Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, ey, wir machen das selber und wissen auch, wie es am besten ausschaut oder wo wir denken. Und ich finde, Jan hat ein wahnsinniges Talent auch für Regieführung. Also das habe ich dir beim Dreh schon gesagt. Ich könnte mir echt vorstellen, dass Jan mal ein berühmter Actionregisseur will. Was er auch und Leading Man. Was Plan B auch gemacht hat, halt. Die genau. Genau. Du hast die Stuntregie übernommen für Plan B. Ihr hattet ja auch schon zu dritt zusammen den Kurz von Evil Twin gemacht. Und war das jetzt okay? Wow. Dass du den kennst? Wow. Schon krass. Ja, wir haben sehr oft zusammengearbeitet, deswegen sind wir auch ein super eingespieltes Team. Das klappt auch vor Ort und da können wir uns auch flexibel anpassen, wenn es mal sein muss. Aber ja, bei Plan B hat alles super geklappt. Ich kann mich da nicht beschweren. Die Umstände waren jetzt nicht super. Uns wurde halt viel mehr Zeit versprochen für die Kampfszenen, aber wir mussten die komplette Action, die du da im Film siehst, also in 6 Tagen abdrehen, was meiner Meinung nach sehr schnell ist. Und ja, da mussten wir aber auch sicher gehen, was die Winkel angeht. Da konnten wir uns jetzt kreativ nicht so super entfalten. Aber ja, im Grunde genommen sind wir zufrieden mit den Sachen, unter den Umständen haben wir das Beste rausgeholt. Eugene, du bist nun der Manager in Plan B, stehst nicht ganz so bei den Fights im Blickpunkt. Yeah. Wie bist du dazu gestoßen? Soll ich euch Idioten lieber eine Kochschaukel machen oder was? Und was jetzt? Wir haben uns durch Tanz haben wir uns irgendwie kennengelernt und angefreundet und wir haben immer darüber gesprochen, dass wir Bock haben, irgendwie was zusammen zu machen und dass wir eigentlich Bock haben, hier in Deutschland was zu reißen, sowas vielleicht wie eine Veränderung oder was Neues zu bringen. Ja, dann kam irgendwann Fong auf mich zu und meinte so, hey Jude, hör zu, wir haben da was, wir haben ein Projekt und hast du Bock, mit am Start zu sein? Und ich war so, jo, okay, let's do this. Und ja. So bin ich als Manager eingesprungen. Ja. Nun frage ich euch, gab es Szenen, bei denen ihr euch ein Stunt-Double gewünscht hättet? Also, wenn man sich das Leben leichter machen will, dann bestimmt. Wow. Aber den Luxus hatten wir nicht. Wir mussten natürlich alle selber durchziehen und uns auch wehtun teilweise. Aber das ist ja Berufsrisiko, von daher, wir sind das gewohnt und kennen das auch nicht anders. Ja, das Witzige war sogar, dass wir, wie gesagt, uns es nicht aussuchen konnten, dass wir sogar
selbst eingesprungen sind für unsere eigenen Stuntleute. Also. Ja, im Grunde genommen hatten wir auch den Anspruch, unsere Stunts selber zu machen. Und das haben wir dann auch durchgezogen, um auch Zeit zu sparen, weil wir halt da erfahren sind, wenn ich mir das mal anmaßen darf zu sagen. Und ja, wie schon Fong meinte, da wir ein sehr gut eingespieltes Team sind, ist Fong für die anderen Stunt-Leute eingesprungen, weil die kein Taktgefühl hatten. Also da musste es schnell gehen, dann meinte ich zu Fong, okay, zieh dich jetzt schnell um, und dann war er sofort, und dann musste er das nicht mehr proben. Und das braucht man oft am Set, dass man dann flexibel ist und dass man auch reinspringen kann. Und dann freut man sich natürlich, dass man so ein Team hat und ein eingespieltes, supernatürliches Team hat auf jeden Fall. Ja, also das, was wir auch von der Action abverlangen, ist ja auch nicht so weit verbreitet jetzt. Also es war ja ein bisschen Vergessenheit geraten und jetzt versuchen wir es wieder aufzuerleben. Und es ist ja dieser Hongkong-Beat, der ist ein bisschen rasant, ein bisschen schnell und nicht jeder kommt damit klar, wenn man gerade ins kalte Wasser geschmissen wird als Stuntman. Und da muss man sich auch erstmal einfinden. Ne? Und wenn man die Zeit nicht hat, dann muss man halt das irgendwie überbrücken, indem man die Stuntleute selbst dubelt dann teilweise. Sehr gut. Nun zitiert ja der Film sehr explizit unter anderem Robocop und Cobra. Und nun frage ich, was waren für euch typische Martial-Arts-Filme, die enorm wichtig waren für Plan B, für die Choreografie der Kämpfe, vielleicht auch für eure Interpretation der Rollen? Was die Action anbelangt, also wir haben uns da jetzt von den Hongkong-Filmen, von den 80er, Anfang 90er Hongkong-Filmen inspirieren lassen. Also das war jetzt nicht nur ein Film, also man kann das nicht nur auf einen Film beschränken. Wir haben uns dann von ungelogen 50, 60 Filmen inspirieren lassen. Das ist also wirklich das Zusammenspiel von mehreren Filmen. Und wir haben das dann dementsprechend aufgebaut und jede Szene dann konzeptionell so aufgebaut, dass es dann für die Szene dann passt. Und das hat auch super funktioniert. Du bist die Krankheit, ich bin die Medizin. Und ja, Cobra und Stallone, das sind auch unsere Inspirationen, abgesehen von den Hongkong-Filmen. Und das sieht man ja auch natürlich in den Filmen. Wir wollten auch idealistischerweise unseren Idolen was zurückgeben. Also das soll ja natürlich auch eine Hommage sein, eine Tribute an die Leute, die uns damals was gegeben haben. Und das ist natürlich auch wichtig für uns gewesen, ist immer noch wichtig. Das ist ja der Spirit, der uns damals halt auch, sag ich mal, weitergebracht hat im Leben, im Privatleben, sei es in der Schule, überall. Und das wollten wir auch in dem Film wieder zurückgeben, wieder auch spiegeln. Wer sind denn für euch noch die Größten außer den bereits zitierten? Was sind denn eure Lieblingshumoren? Ein paar zu nennen, das ist ja, was die Leute hören wollen. Das ist ein geiler Film, der ist vielleicht die Kampfszene aus dem. Du hast eine bestimmte Lieblingskampfszene. Ja. Bitte gern. In Eastern Prophecy ist die Hammam-Szene. Und die ist echt schwer, weil die nackt kämpfen und ich nicht wusste, wie die das Messer versteckt haben. Also es war, man Surprise! Hat keine... Surprise! Ja, nicht so. Das weißt du doch nicht. Aber die Szene fand ich super am Hammer bei Eastern Prophecy. Ja, die ist eine sehr intensive Szene. Die ist jetzt nicht wirklich Plan B, was die Action angeht. Aber speziell die Szene ist wirklich sehr, sehr intensiv. Und die macht auch Spaß auf jeden Fall. Aber für uns, wie schon gesagt, war es wichtig, halt, dass wir das widerspiegeln, was wir halt auch spüren. Weißt du, wir wollten es auch ehrlich ausdrücken. Wir haben auch uns versucht, ehrlich auszudrücken. Das haben wir auch gemacht. Und das war für uns die Quintessenz bei dem Ganzen. Also für mich war Plan B absolut der deutsche Martial-Arts, auf den ich gewartet habe. Echt? Ja. Cool. Und dann ist jetzt die Frage, Plan C, Plan D. Habt ihr schon weitere Sachen im Kopf? Ich meine, jetzt warst du bei Plan B ganz entspannt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute das gerne sehen. Wünschst du dir denn einen Plan C? Unbedingt. Was wäre denn vielleicht interessant für dich zu sehen, was im Plan C drin sein sollte? Man könnte vielleicht, wir hatten ja jetzt den Schauplatz Berlin sehr zentral, man könnte zum Beispiel sagen, ja, die vier Jungs gehen auf die Reise, vielleicht in eine andere deutsche Stadt, um beim deutschen Martial Arts Thema zu bleiben. C für Chemnitz? Oder? Wollte ich gerade sagen. Gerne auch nach Jena. Ja. Zelle, was für Jena? Nee, da sind auf jeden Fall Pläne. Also wir sind ja auch gerade dabei, das so ein bisschen einzustrukturieren. Und wir sind gerade dabei. Also da sind auf jeden Fall Pläne. Wir dürfen auch darüber jetzt nicht reden. Aber sobald sich das alles konkretisiert, werdet ihr auch davon hören, auf jeden Fall. Aber da sind auf jeden Fall Pläne. Genau, wir sind im Gespräch. Sehr gerne. Wir freuen uns drauf. Danke, Jungs. Alles Gute euch. Danke schön. Ciao. Ich habe euch ein richtiges Top-Casting besorgt. Schön. We'll be right back.
als mies Eindruck schicken. Yeah. Da seid ihr Schwachköpfe wohl im falschen Film gelandet. Dieser Gabriel hat einen Safe voll mit geilem Scheiß. Und genau diesen Scheiß wollen wir haben. Ihr habt bis morgen früh 8 Uhr Zeit. Wenn ihr es bis dahin nicht schafft, winkt eine Kugel. Was sollen wir jetzt machen? Wir tun, was wir tun müssen und bringen die Sache schnell über die Bühne. Jungs, ich gehe jetzt da rein, mach ein bisschen eine auf Bruder und dann ist gut. Du bist die Krankheit, ich bin die Medizin. Ich kann nicht, wenn jemand dabei zuschaut. Ja. Soll ich euch Idioten lieber eine Kochschokla machen, oder was? Und was jetzt? Plan B. Was ist denn Plan B? Deutsch, wir können eure Arsche festnageln. Jetzt fangt schon an zu singen. Du bist not alone.